Ja, und da passiert genau das. Ja, das haben wir ja schon gedacht, bei solchen kleinen Scheißkisten, dass die sofort überschlägt, wenn man da nicht exakt mit den richtigen Rädern aufkommt. Hallo, liebe Forza-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 Storm Island. Ja, und nachdem ich ja am Ende der letzten Folge kurz vor einem Nervenzusammenbruch, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich war schon ein bisschen gefrustet, muss ich sagen, es wollte einfach nicht klappen. Ja, aber vergessen wir das ganz schnell, wir wollen ja hier eher die positive Dinge im Gedächtnis behalten. Und deswegen, ja, machen wir da einfach weiter, wo es Spaß macht. Und genau, melden die nächste Meisterschaft an. Und wir brauchen noch eine für das Tier 3 Gauntlet. Und da habe ich gedacht, dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Retro Hot Hatch oder Classic Rally? Weil es gibt auf jeden Fall noch einen TWIF-Wunsch auf jeden Fall zu erfüllen, den ich noch gern machen will, solange wir noch auf Storm Island sind. Und ich glaube, der ist bei den Retro Hot Hatch. Aber schauen wir einfach mal. Was haben wir denn hier? Ne, da ist er nicht dabei. Aber vielleicht hier. Dann gucken wir doch einfach mal. So, was haben wir hier? Renault 5 Turbo, GTI, Clio Williams. Nee. Aha. Oho. Ja, er ist dabei. Und zwar der Ford Fiesta XR2 vom Jahre 81. Sieht so aus, als ob der tatsächlich neu ist. Ne? Da steht neu. Das ist neu. Der kam hier mit dem DLC. Okay, wusste ich nicht. Ich habe hier nicht alle Autos auf dem Schirm, die neu dabei sind. Ja, ich gucke gerade mal schnell, wer sich denn den gewünscht hat. Der Nino hat sich den gewünscht. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Nino. Heute wird dein TWIF-Wunsch hoffentlich erfüllt. Man muss auch dazu sagen, der Wunsch ist relativ neu, aber der hat jetzt halt das Privileg, weil es halt ein Wunsch für Storm Island ist, passt da halt rein. Und somit kommt er halt dann etwas früher dran wie die anderen. Aber ja, die anderen sollen deswegen jetzt nicht sauer auf ihn sein oder überhaupt irgendwie enttäuscht sein. Eure Replays, eure Wünsche kommen natürlich auch dran. Ganz klar, wenn wir das Finale hier bestritten haben, gehen wir auf jeden Fall wieder zurück zur Hauptinsel. Und sobald wir, und dann werden wir halt hin und her mal wechseln, so wie wir lustig sind, hätte ich gesagt. So, Monster Design werden wir jetzt nicht nochmal machen. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Rapsoul, okay. Also, gucken wir mal, was haben wir hier noch. Bum, bum, bum. Ja, das lädt jetzt extrem lang, muss ich sagen. Okay, auch nicht schlecht. Ah. Es lädt extrem lang, ist ja echt der Wahnsinn. Mein Internet blockiert oder ich weiß es nicht. Oder die Xbox-Server, ja, okay. Die Xbox-Server sind hier gerade nicht so freundlich. Ich nehme jetzt einfach das da. Mach ich nicht lang Terz drum. Und ja, Nino hat sich gewünscht, Rallye-Ausstattung, Rallye-Motor und den Luftmengenbegrenzer aufs Höchste. Also das heißt eigentlich im Prinzip kein Luftmengenbegrenzer mehr, also keine Luft, die mehr begrenzt werden soll. Aber da gucken wir dann gleich mal. Wenn es denn jetzt hier mal heruntergeladen hat, also scheinbar hier Xbox Live sehr überlastet oder mein Internet, aber das hoffe ich jetzt weniger, soll da eigentlich alles laufen. So, herunterladen, ja super cool. Jetzt scheitert es an dem. Abbrechen kann ich nicht mehr. Doch jetzt, oder? Ah, er hat's geladen. Okay, wunderbar. Also wir haben es jetzt hier so drauf. Ja, ist okay. Ist jetzt kein Meilenstein der Grafikkunst. Aber ich finde, er hat was. Ja, nehmen wir. So, möchten Sie das Auto gratis erhalten? Ja, ich weiß nicht, gratis Autos, die sind halt schon, die liegen schon teuer auf der Tasche, ne? Natürlich möchte ich ein Auto gratis erhalten. Was ist denn das für eine Frage? Also, mal ganz ehrlich. So, ich mache mal mein Mikro ein bisschen weiter weg von meinem Mund, weil in der letzten Folge ist mir aufgefallen, war es teilweise von der Stimme nicht so, wie ich es gern hätte.
leichtes Übersteuern. Das möchte ich natürlich nicht, deswegen mache ich das so ein bisschen weg. So, dann erfüllen wir doch mal seinen Wunsch, nämlich wir fangen jetzt einfach gleich mal mit dem Rallye-Motor an. Standardmäßig hat er hier so eine, ja, so ein, keine Leistung drin, 63 kW, klar, so ein alter Fiesta, da kann er nicht viel haben. Wobei 63 kW ist gar nicht wenig, wenn ihr überlegt, für so ein altes Auto, wiegt 840 Kilo. Ja, aber wir wollen hier den Rallye-Motor. So, also wir haben hier einmal einen 2 Liter rein 4-Zylinder Turbomotor und dann einmal noch eben den Rallye-Turbomotor. Und dann nehmen wir den Rallye-Turbomotor. Genau, den kaufen wir natürlich mit Credits, den kriegen wir nicht umsonst. So, was haben wir denn hier noch? Antrieb können wir wechseln. Was ist denn serienmäßig ein Frontantrieb? Ich würde sagen, wir gehen auf ein Allrad. Das ganze Auto wird dann natürlich, wie ihr seht, hier ganz schön schwer. Aber ich glaube einfach, ein Allrad ist einfach fürs Gelände einfach besser, wie nur ein Frontantrieb. Und deswegen kommt da der Allrad rein. Und da gucken wir mal, was wir da sonst noch machen können. Optisch, ja, da werden wir viele Rallye-Kits haben, oder? Also, ja, da nehmen wir, glaube ich, den hier mit den Zusatzscheinwerfern. Weil das hier ist so, ja, ich weiß nicht, passt irgendwie nicht so, finde ich, für Offroad-Rallye, was auch immer. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder diesen Ding, liebe. Hier ist einfach gar nichts. Also da lassen wir dann Standard, würde ich sagen. Am Heck haben wir den hier. Ja, dann machen wir den hier halt drauf, wenn der hier besser ist. So, dann hier haben wir die Flaps, die machen wir dann auch mal dazu. Und am Ding haben wir wahrscheinlich Schnellverschlüsse, oder? Jawohl, so ist es. Ganz oben in der Mitte oder mittig ein bisschen weiter oben haben wir halt die Schnellverschlüsse, so wie auch immer. So, machen wir die drauf, wunderbar, dann haben wir das mal erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Reifen. Da haben wir natürlich unsere Offroad-Rally-Reifen, die wir drauf machen. Die machen wir dann so breit wie möglich, weil wir werden hier mehr als genug Leistung anliegen haben. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, wir haben hier 225er hinten, okay. Ja, Felgen, ja, will ich auf jeden Fall andere haben. Irgendwie gefallen mir diese Serienfelgen nicht. Müssen wir mal gucken, was wir dann nehmen, was da irgendwie passt. Nee. Mit Felgen kann man sich jetzt streiten, ne? Das ist jetzt so eine Sache. Ich glaube, ich nehme die jetzt, oder? Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Mach die aber ein bisschen größer. Also die gefallen mir so in der Größe nicht. So, gucken wir mal. Na, das ist, glaube ich, zu groß, oder? Ne, doch, passt. Wir machen jetzt 17 Zoller. Wirken so riesig. Das sieht man, wie klein die Reifen sind. Ja, machen wir 15 Zoller drauf. 15 Zoller. Ja, damals waren 15 Zoller noch groß, ne? Also, heutzutage hat man 19, 20 Zoller Standard. Das ist Wahnsinn, wie sich das einfach verändert hat in der heutigen Zeit. Der Auspuff finde ich jetzt hier auch so geil. Das sieht man richtig, wie der so unten drunter liegt. Richtig schön. So, dann, ja, ups, ja, genau, gehen wir zurück. Weil wollte ich jetzt eigentlich nicht zurück, also müssen wir gleich nochmal in die Tuning-Werkstatt, weil es uns jetzt wahrscheinlich rausgehauen hat, oder? Genau. Okay, das hier ist die Retro Hot Hatch Meisterschaft. Manche Leute wissen den 80er Hatch einfach nicht zu würdigen, aber du gehörst eindeutig nicht dazu. Such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Ja, werden wir gleich tun. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe mich nur ein bisschen verdrückt. So. Wir machen beim Reifen fertig, jetzt kommen wir mal zum Antrieb. Ja, da machen wir dann halt natürlich Kupplung rein, also das Ganze auch ein bisschen leichter dann natürlich hier. Entsprechend. Sieht aber irgendwie komisch aus mit den Felgen, ne? Passen irgendwie nicht so. Müssen wir gleich nochmal andere, glaube ich, reinmachen. Die gefallen mir irgendwie, die passen nicht so. Die nehmen den alten Stil, finde ich, nicht so richtig auf. Muss ich ehrlich sagen, also gucken wir gleich nochmal. Gefallen mir jetzt irgendwie doch nicht so. Vielleicht hier. So geschlossene, aber das ist total verchromte, gefällt mir halt gar nicht. Diese ATS, diese. Vielleicht eher was. Machen wir weiter. Dann mega hier verchromte Dinger. Boah, die sind ja auch riesig. Also eventuell die ATS, oder jetzt gucken wir mal bei den Sportfelgen. Weil ich davon ausgehe, die passen hier am wenigsten rein. Wobei die BBS würden eigentlich noch irgendwie passen, ne? Gucken wir mal durch. Oder die hier? Aber die stehen halt so raus, das finde ich ein wenig blöd. Würde die eher mehr reingehen, dann wäre es cool.
Aber die so rausstehen dann doch eher nicht. Weiter. Ja, Felgen ist halt immer so die Qual der Wahl, da sind auch Geschmäcker verschieden, aber ich möchte auch nicht immer die gleichen Felgen nehmen, wobei hier jetzt bei so einem alten Auto halt auch, ja, ich glaube, ich nehme die BBS, ich glaube, die haben mir jetzt irgendwie am besten dann doch zugesagt insgesamt. Wo waren sie denn jetzt? Vorne, genau, nehme ich jetzt die BBS, die sind auch von der Größe her perfekt, würde ich sagen. Oder ist es automatisch die Größe, die ich vorhatte? Ja, genau, das haben sie automatisch auf die Größe angepasst. Da könnte man jetzt sogar eher die eins kleinere nehmen, finde ich. Wobei, hinten kann man es lassen. Vorne die etwas kleineren. So, das passt jetzt. So, lassen wir es jetzt. Fertig. Möchten ja nicht die ganze Folge hier in der Tuning-Werkstatt verbringen. Ja, wir machen Rennreifen rein. Reifen, genau. Bremsen rein. Hier das entsprechende Offroad-Fahrwerk. Dann die Stabis. Wunderbar. Ja, das wird ein richtig üble Rennmaschine, das merke ich jetzt schon. Natürlich müssen wir dann auch den Überrollkäfig reinmachen. Ihr merkt schon, das Ding wird richtig schwer. Waren wir mal bei 850 Kilogramm, jetzt sind wir schon bei fast einer Tonne. Aber ja, wenn es das Auto dann besser um die Kurve bringt, ist es besser. Vor allem unsere Sicherheit ist ja auch wichtig. Aber jetzt können wir ein bisschen Leichtbau machen, dann kommen wir tatsächlich wieder unter eine Tonne. 126 Kilogramm weg und jetzt kommen wir eben zu dem, was es sich hier der Nino auch gewünscht hat, nämlich den Luftmengenbegrenzer hier im Prinzip auf das Höchste, im Prinzip also gar kein Luftmengenbegrenzer. Luftmengenbegrenzer für die Leute, die das nicht wissen, Motor muss ja auch Luft einatmen, sonst funktioniert das Ganze nicht, ist ja wie wenn man ein Feuer macht, ein Feuer ohne Luft geht nicht, das ist so quasi die Nahrung. Und Luftmengenbegrenzer, das wird im Motorsport verwendet, um die Leistung zu drosseln. Da gibt es auch je nach Rennklasse verschiedene. Manchmal auch als zur Strafe werden auch manchmal eingebaut oder einfach zur Balance of Performance werden da öftermals Luftmengenbegrenzer eingebaut. Und eben jetzt hier sieht man es eigentlich schön an den Bildern. Okay, man sieht jetzt hier noch zwei. Bei Forza Motorsport gibt es manchmal drei Stufen. Hier sehen wir halt, hier haben wir so kleine Lüftchen drin, vier Stück. Und hier ist im Prinzip gar nichts drin. Da hat man ein großes und da kommt halt die komplette Luft durch. Und somit kann halt der Motor komplett frei atmen. Und somit kann er eine volle Leistung erzielen. Wir sehen, 323 kW ist auf jeden Fall nicht wenig. Und bei 650 Newtonmeter Drehmoment, das ist richtig viel bei unter einer Tonne. Also das ist schon übel. Ich bin mal gespannt, ob wir hier dieses Fahrzeug gebändigt bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, ab auf die Piste. Und gucken wir mal, wie es läuft damit. So, ja, Meisterschaft haben wir schon angemeldet. Gehen wir mal raus. Und ja, jetzt wollte ich noch was, bevor ich es vergesse. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, es gibt ja im Marktplatz, beziehungsweise im Marktplatz, das heißt überhaupt, wenn man ein Auto jetzt kauft oder eben im Tuning, gibt es ja diese T-Währung, also diese Gutscheine, habe ich mich ein bisschen auch schon negativ drüber geäußert. Und die kann man angeblich, deaktivieren. Jetzt muss ich noch gucken, wo das nochmal war. Erweiterungspakete, nein, alle Autopakete, ich glaube wahrscheinlich unter Extras. Ah genau, hier ist es. Und da unten seht ihr, wenn man X drückt, kann man Gutscheine deaktivieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Ah ja, okay, also jetzt sind sie deaktiviert und jetzt sollten wir tatsächlich die nicht mehr sehen. Mal gucken, ob das so ist. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt kurz, wir gehen jetzt einfach nochmal rein und gucken, ob das denn tatsächlich so ist. Ob das tatsächlich jetzt nicht mehr angezeigt wird. Rechts oben wird es auf jeden Fall schon mal nicht mehr angezeigt. Jetzt gucken wir mal bei den Upgrades, wenn wir jetzt da was kaufen wollen würden. Ja, tatsächlich, also die wird nicht mehr angezeigt. Somit können wir es aus dem Spiel raushalten. Finde ich gut, dass man es dann ja weglässt. Okay, wunderbar. Wäre das geklärt? Jetzt haben wir schon die Hälfte der Folge fast mit Labern und Tunen verbracht. Aber so ist es nun mal. Jetzt fahren wir aber dann gleich zum nächsten Rennen. Jetzt muss ich hier noch Social gucken, Nachrichtenzentrale. Was haben wir denn hier? Ja, wir haben ein bisschen Treibertabellohnung, Tuning haben wir auch noch gekriegt. Und ja, egal. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir auf zum ersten Rennen. Und es befindet sich ja gerade hier vorne. So, es sieht nach einem Rundkurs aus. Also gehen wir rum. Ich möchte keine Auto. Ja, Alter. Immer diese Sache, die es da erkennt. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier mit diesem Auto klarkommen. Uiuiui. Ja, können wir noch ein Foto machen. Hier machen wir so eins. Haha. Bisschen
Oh, hier mal auf ein bisschen arg hell. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich das hier, genau. Ja, genau. Sieht schon besser aus. Genau. So, weil den hatten wir noch nicht. Beide noch nicht sogar. Dann lassen wir das jetzt mal so. Speichern. Nee, nee, möchte man nicht speichern. So, jetzt weiter. Weiter im Deck. Wir möchten jetzt Rennen fahren. Wir wollen jetzt gucken, wie es läuft. Uah. Ja, am besten halt nicht hier Offroad fahren. Oder doch? Ja, hier vorne ist eh das Ziel. Ja, da haben wir kleine Schleuder, muss ich sagen. Ja, ui. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir mit dem Auto klarkommen im Vergleich zur Konkurrenz. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich uns schwer tun, das Auto entsprechend um den Asphalt, kann ich jetzt nicht sagen, um den Dreck hier bei Regen zu bewegen. Aber schauen wir jetzt einfach mal. Ich glaube halt, das ist halt, ja, so kleine giftige Biester mit viel Leistung. Könnte schon übel werden, aber jetzt schauen wir einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, wie es läuft. So, Getriebe sehr kurz. So, hier können wir eigentlich auch nochmal ein Foto machen. Ups, nee, nicht da rein, sondern das ist immer ganz gut, wenn man hier am Anfang gleich ein Foto macht. Ja, da haben wir nämlich ein paar noch nicht, wie wir sehen. Wunderbar. Und hinter uns haben wir vielleicht auch noch ein paar. Tatsächlich sind auch noch mal zwei. Wunderbar, cool. Haben wir gleich schon mal 7 Fotos mehr. Und ja, fahren jetzt das Rennen weiter. Ich glaube, die Strecke sind wir sogar schon mal gefahren. Aber gut, mittlerweile haben wir, glaube ich, auch schon alle Strecken mehr oder weniger gesehen. Uiuiui. Und dann mal gucken, wie wir hier uiuiui, zurechtkommen. Ja, ich glaube, das ist sogar die Strecke, die wir hier tatsächlich mal mit dem Scirocco gefahren sind, wo wir auch unsere Probleme hatten. Mal gucken, ob wir jetzt mit dem Fiesta vom Jahre 81 besser zurechtkommen. Sind hier sehr langsam um die Kurve, auf jeden Fall. Weil, ja, das Grip-Niveau, sagen wir jetzt einfach mal, bei diesem Leichtgewicht nicht der Leistung entspricht. Deswegen müssen wir da mit den Kurven ein bisschen mit Bedacht fahren. Dann passt es schon. Hoffe ich doch mal. So. Aber er fährt sich doch ganz gut, muss ich sagen. Für das, wir haben ja keine Tuning-Einstellungen oder so gemacht, sondern einfach nur die Teile reingeklatscht, mehr nicht. Also wenn man da ein bisschen vorsichtig fährt, passt es doch ganz gut, finde ich. So, der Golf will es aber wissen. Ja, hier rutscht man halt echt sehr leicht raus. So, ich bin aber dran. Ich bin dran. 3 Runden müssen wir fahren. So, ich ziehe durch. Uiuiui. Bin aufpassen. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Muss sich aber konzentrieren. Also, es ist ja ein Spaß, aber gerade weil er nicht zu einfach zu fahren ist. Also, ja, ist cool. So. Ja, ich hoffe mal, der Nino ist zufrieden mit dem, was wir hier nur erfahren. Ja, Unfälle sollte ich halt natürlich nicht bauen. So. So, eine Runde noch. Ja, hier ist halt das Gefährliche, man kommt hier so von der Kuppe und sehr spät auf und dann kommt man hier natürlich leicht ins Rutschen. Man muss halt hier, weil sie vor der Kuppe nicht zu schnell fahren. Ja, und hier kommen sie dann wieder. Aber den hole ich jetzt wieder ein. Da habe ich gesundes Selbstbewusstsein in, dass ich, ne? Genau, das wollte ich sagen. Das war jetzt natürlich nicht so gut gefahren, die Kurve. Aber die Strecke ist auch eklig, muss ich sagen. Die ist von der Schwierigkeit, glaube ich, zählt die auf jeden Fall zu einem der schwierigeren, weil die echt sehr eklige Kurven und Sprünge hat. Wenn man da nicht in einem schönen Fluss rüberkommt, dann ist es gar nicht so einfach zu fahren. Hier darf man nicht zu schnell kommen, sonst kommt man über diese Kuppe drüber. Ja, früher auf die Bremse manchmal gehen. Aber ja, passt. Wir gewinnen das erste Rennen, wunderbar. Auch wenn es anstrengend ist. Also muss sagen, ist auf jeden Fall anstrengend wie der Rallye-Fighter. Aber egal, wir haben auf jeden Fall gewonnen, das ist das Wichtige. Holen uns die 20 Punkte und können direkt zum nächsten Rennen marschieren.
So, kriegen sogar einen Erfolg. Erfolg freigeschaltet. Fiesta-Spaß. Ja, cool. Ja, ein alter Fiesta, ne? Schon krass, wie sich die Autos verändert haben. Wenn man heutigen Fiesta anguckt zu dem, da ist nichts mehr irgendwie gleich, außer dass er klein ist. Also ich meine, die heutigen Fiestas sind ja im Verhältnis zu dem dann riesig, aber ja, ich find's cool. So, fahren wir doch mal zum nächsten Rennen einfach. Machen wir das hier oben. Genau. Liegt sogar mehr oder weniger auf dem Weg. So, ui, und hier in der Cockpit-Sicht hören wir auch ab und zu mal den Turbolader pfeifen. Der hier verbaut ist, ist ja auch ein Rallye-Turbo-Motor. Wir sehen auch, das Getriebe ist sehr kurz gehalten. Aber finde ich cool. Damit kann man die Drehzahl relativ hoch halten. Und kann immer viel Leistung haben. Und ui, muss man auch aufpassen hier. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, die Kiste. Also so viel muss man einfach mal dazu sagen. Also Leute, falls ihr auch Lust bekommen habt auf diesen Fiesta, kann ich jetzt schon mal nach ein paar Minuten Fahrt auf jeden Fall schon mal sagen, ja, baut euch auch so einen zusammen. Der macht auf jeden Fall Laune. Ist ein bisschen anspruchsvoll, also fährt sich nicht jetzt einfach wie auf Schienen, aber der macht Spaß auf jeden Fall. Ein bisschen, ja, ich weiß nicht, anstrengend möchte ich nicht sagen, aber halt ein bisschen Herausforderung ist dabei, den zu fahren. Aber gerade das macht es ja auch aus, wenn jetzt ein Auto immer total easy peasy zu fahren ist, wäre ja langweilig. Von dem her ist es ja richtig cool. So, Cross-Country Circuit. Das heißt, glaube ich, dass wir ja auch hier richtig Offroad gehen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ja mit dem kleinen Auto diese riesen Sprünge dann dämpfen können. Wenn es denn welche gibt. Das werden wir dann gleich sehen. So, am Start verlieren wir immer so ein paar Meterchen. Aber schauen wir einfach mal. So, 3 Runden müssen wir hier fahren bei diesem Offroad-Rundrennen. Boah, ja. Also, es ist schon hart, wenn man hier aufkommt. Also wie gesagt, Sprünge haben wir ja zum Glück noch keine erlebt. Ein bisschen hier reindrücken, sonst war ich hier gegen die Säule, ja. Das habe ich jetzt auch gemacht und gegen den Fuß der Säule gekommen. Ja, und dann passiert genau das. Ja, das haben wir ja schon gedacht, bei solchen kleinen Scheißkisten, dass die sofort überschlägt, wenn man da nicht exakt mit den richtigen Rädern aufkommt. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir hier vielleicht so fahren. Das kostet jetzt zwar viel Zeit, aber ja, wir entgehen hier größeren Crashs, würde ich sagen. Das ist auch, glaube ich, der Mittel zum Erfolg. Man muss halt bei Kuppen manchmal halt auch ein bisschen bremsen. So. Konzentrieren wir uns aber. Ah, aber die Strecke kann ich mich jetzt nicht so direkt erinnern. Die ist relativ kurz auch. Hier eine kleine Sprungkuppe. So. Ja, in den Kurven habe ich immer das Gefühl, sind die Treibertare ein bisschen giftiger. Vielleicht traue ich mir da einfach ein bisschen zu wenig zu oder dem Auto ein bisschen zu wenig zu. Aber ja, egal. Solange wir gewinnen, ist okay. Würde ich jetzt einmal mal so behaupten. So, hier haben wir wieder diese eklige Sprungkuppe. So. Uiuiuiui, hier haben wir auf einen kleinen Weg. So, leichte Sprungkuppe wieder. So, und übers Ziel. Letzte Runde. Hier ins kleine Tal rein. Uiuiui, uah. Ja, das Auto wirkt relativ hart, also es ist zwar die Offroad-Federung drin und er liegt auch relativ hoch, aber halt das Gelände so extrem hubbelig, sag ich jetzt mal, ist, wirkt das Ganze sehr, sehr hart. Uah. Und ja, gucken wir mal. So, jetzt komme ich hier echt ins Rutschen. Ja, dann verliere ich auch die ganzen Plätze hier, die ich so schön eigentlich hatte. Gucken wir mal, ob wir den noch... Naja, ich glaube, den ersten kriegen wir nicht mehr. Da bin ich einfach in der Kuppe, habe ich einfach zu viel Zeit verloren. Aber das ist halt, wie gesagt, die Kuppen sind schwierig, weil man kann in der Luft halt nichts machen. Man ist halt in der Luft und dann, ja, blöd. So, jetzt haben wir 36 führen mit 4 Punkten. Also, ja, ist spannend. Aber wie gesagt, in der Kuppe kann ich nichts machen. Da habe ich dann die viel Zeit verloren. Und ist jetzt halt einfach so. So, wir kriegen 0 Credits. Cool. Wir kriegen Belohnung für das Rennen 4800, wir kriegen für die Schwierigkeit, ah, jetzt kriegen wir.
Also ich glaube, die Server oder irgendwas, das Spiel ist arg überlastet hier in Storm Island. Ich kann auch nicht überspringen, jetzt kann ich. Also, ja. Bitte dies zu entschuldigen, auch wenn ich dafür nichts kann, muss ich ehrlicherweise sagen. So, egal. 2 von 3 Rennen haben wir geschafft, haben wir gewonnen. Ne, gewonnen haben wir sie nicht, aber halt zumindest in den Top 3. So, und jetzt fahren wir hier. Ups, jetzt fahren wir hier. Ich mache jetzt mal hier dieses Partyspiel aus. Das nervt mich. Bin ich eigentlich zu Beginn schon mal raus. So, was haben wir hier denn? An Wheelspin. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Dann fahren wir hier nochmal das letzte Rennen. Hoffen wir, dass wir es gewinnen. Oder zumindest so fahren, dass wir ja, die Meisterschaft für uns holen. Also, aber da, die Ambition ist auf jeden Fall zu gewinnen. So. Ui. Zack. Boah. Da verlieren wir schon unsere Stoßstange. So, und jetzt sind wir bei der letzten Veranstaltung angekommen. Gucken wir nochmal. Können auch nochmal gucken, das haben wir noch gar nicht geguckt, auf die Startaufstellung, wie die Konkurrenz denn so von den Leistungsindex denn so unterwegs ist. So, ja, haben wir auch hier wieder etwas schöneres Wetter, habe ich auch nichts dagegen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann kommen wir mal hier auf die Startaufstellung. Ja, also es passt alles und eigentlich alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Und an dem liegt es auf jeden Fall nicht, dass hier irgendwie ein Gegner zu stark oder zu schwach wäre. Und dann gucken wir mal. So, also 2 Runden müssen wir hier fahren. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie wir hier so bestehen können. Uiuiui. Boah. Da hat es uns ein bisschen ausgehebelt. Ja, ein bisschen arg ausgehebelt. Jetzt rutschen wir wieder. Blöd, wenn man einmal im Rutschen ist hier auf dem Schotter, dann ist echt scheiße. So, dann müssen wir. Ja, jetzt merkt man halt deutlich, dass das Auto halt nicht eingestellt ist. Und das macht es jetzt hier gerade auf der Strecke echt schwierig zu fahren. Ihr seht auch schon, der Erstplatzierte ist hier schon auf und davon. Aber die holen, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie auch nicht gerade das Gefühl, dass wir hier irgendwo schneller als die 3 Vatare sind. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Konzentriere ich mich mal ein bisschen, rede ich mal ein bisschen weniger vielleicht. Man könnte vielleicht noch was drin sein, aber... Ihr seht, die führen das Ganze ganz schön an. Ich lehne mich ja mal ein bisschen an. Aber das bringt mir auch nichts. Ja, gucken wir mal. Hier kommen wir ein bisschen besser durch. Erst ein bisschen Spiel mit Lenkung und Gaspedal, dann passt das schon. Aber wie gesagt, man fährt die Autos und Strecken in der Kombination zum ersten Mal immer. Da soll man da dann gleich wissen, wie es läuft. Ja, nur 2 Runden bei diesem kurzen Rennen. 3 Runden wären besser gewesen, auf jeden Fall. Ah, das ist Kacke. Ja. Ich starte das Ganze nochmal neu. Probieren wir es nochmal. Müssen da am Start gleich ein bisschen besser rumkommen. Vielleicht... Ich will jetzt nicht lang tunen, aber lassen. Passt eigentlich auch. Können wir ein bisschen mehr vielleicht machen. Haben wir nix. Okay. So, machen wir. Aber mal, wieso hat er so viel Heckantrieb? Ja, das ist auch nicht so schlau. Machen wir hier 50-50. So. Dann gucken wir mal. Ob diese leichten Einstellungen vielleicht was bringen. Will ich jetzt auch nicht groß ausprobieren. Hier kurz vor Ende der Folge. Wir sind ja wieder am Ende der Folge angekommen. Will jetzt einfach nur mal das Rennen irgendwie gewinnen.
So, aber ja, 65% auf der Hinterachse war definitiv zu viel bei dem kleinen Auto. Also da müsste eigentlich eher mehr dann auf der Front liegen. Aber jetzt haben wir es mal ausgewogen gemacht, 50-50. Ich glaube, das ist am besten. Boah, jetzt trägt es uns hier richtig blöd raus. Ja, das arg kurze Getriebe, ich bin nur am Schalten. Ich muss mich eigentlich aufs Fahren konzentrieren. Ja, siebten Gang haben wir nicht. So, und hier trägt es mich immer so weit raus. Gefällt mir gar nicht. So. Was ist denn jetzt los? Oh, sorry, jetzt muss ich mal zurückspulen. Das ist auch das Problem an den Hot Hatches. Die zu korrigieren ist immer so ein bisschen assig. Bisschen schwierig. Aber hatten wir auch schon beim Scirocco ein bisschen das Problem. Ich sag, wenn die nicht perfekt eingestellt sind, dann sind die ein Teil echt schwierig zu fahren. Wir haben keinen siebten Gang. Also das Getriebe ist eindeutig zu kurz für die Strecke eingestellt. Ein bisschen mehr Drehzahlbereich sollte ich dann da schon haben. Seht ihr, ich bin wahnsinnig auf dem Drehzahlbegrenzer. Aber ich muss mich auf die Strecke konzentrieren. Mal schalte komplett nach Gehör. Das ist halt auch nicht immer das Optimale, weil da geht ja viel Zeit verloren beim Schalten sozusagen. Oh, das war alles jetzt nicht gut gefahren. Sorry, jetzt spule ich noch ein bisschen zurück. Das war einfach nur dämlich. Ja, ist zu weit außen die Kuppe angefahren. So, sieht schon besser aus. Jetzt kommen wir nämlich hier unten in das Tal rein. Wir können die Kurve viel besser meistern. So, jetzt komm. Hier auf der Bremse gut durchkommen. Durch diese künstlich erbaute Schikane durch. Und jetzt die letzten Kuppen hoffentlich ohne größere Probleme nehmen. Jawohl, passt doch. Okay, zweiten Anlauf mit ein bisschen Zurückspulen. Hat es dann geklappt? Ja, groß und ganz muss ich sagen, auf jeden Fall anspruchsvolles Auto, der Fiesta. Ich denke, wenn man den richtig noch schön einstellt und so, dann kann der richtig, richtig geil sein. Also kann man den auch richtig schön am Limit bewegen. So wie er jetzt ist in Standardeinstellung, ist er dann doch ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Also würde ich nicht jedem in die Hand empfehlen. Aber ja, jeder, der gerne mal dran schrauben will oder so, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Wenn er es dann auch gemacht hat und meint, er hat ein gutes Setup gemacht, kann er das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben oder so. Dann schaue ich es mir vielleicht auch mal an. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, sehr, sehr geil. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze fort. Die Meisterschaft sollten wir jetzt gewonnen haben, natürlich mit diesem Sieg. Standen ja vor dem Rennen sowieso auf Platz 1. Und ja, sind Meister. Und ja, es lädt wieder. Also es hängt wieder. Doch, jetzt hat es dann doch mal geschafft. Wow, damit bist du nur noch eine Meisterschaft von einem Platz im The Island Tour Finale entfernt. Aber die Startplätze füllen sich. Also trödle nicht. Ja, wunderbar. Und ein Rennen, wie gesagt, das ist das Gauntlet, was wir fahren werden. Das ist ja eh nur ein Rennen, das sollte man ja relativ schnell hingekriegt haben. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir, wenn alles glatt läuft, das Gauntlet fahren und auch schon das Finale fahren. Das heißt, ja, unbedingt morgen wieder einschalten. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns, hören uns und wie auch immer. Also, falls euch die Folge gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen nach oben, würde mich freuen. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao, euer Ray.